Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships mit Yashio. Viel Spaß beim Zuschauen. Was möchtest du denn jetzt gerne für ein Schiff spielen? Och, gerne, weiß ich nicht. Ich hätte eine Achter. Hast du was in der Größe? Nee, ich habe eine 7er, aber da könnte ich ja mitkommen. Ja, guck mal. Lass mal versuchen, ob das 10er hat hier. Habe zwar schon lange nicht mehr gespielt, die Sims, aber machen wir einfach mal. Komm. Ab ins Gefecht. Kleiner Zerstörer hier. Ja, aber mal gucken, ob er auch zerstören kann. Nee, kann er nicht. Aber er kann untergehen. Jetzt habe ich so viele Zerstörer hier, Kreuzer gespielt. Mal gucken, ob ich jetzt den Zerstörer kann. Ach, du auch, oder was? Warum Zerstörer? Sehe ich gerade, Nö. ja? Hilo. Okay. Der Sims ist ja auch einer. Was haben wir denn eigentlich? Och, schön, da waren wir schon lange nicht mehr, ne? Fahrenherd. Überall, wo wir auftauchen, ist ein Gefahrenherd. So, wir haben A, B oder C. Was nehmen wir? A und C? Der kann zwar nicht Nee, zerstören, B aber und gut C. zerstört werden, der kleine Zerstörer. Ja, das kann er, der hier. Ja. Schauen wir mal. Alle Stationen B erobern. Genau die Mitte. Ja, super. Also ich würde sagen B und C. Na gut, also auf, ich hau schon mal direkt den Turbo rein. Lass uns mal direkt mit dem Turbo Richtung B fahren. Ich bin dabei. Das Ding eben holen und dann nach C abdrehen. Ist ein Wort. Was machen wir? Tops brauchen noch 1,5 Minuten bei mir. Ja, das ist bei mir brauchen die, keine Ahnung. Aber die Artillerie schon da. 32 Sekunden. Go, go, go. Pedro. Ja, ich bin auf HF. 15,6, der stört uns nicht. Aber das ist okay. Ich werde auch Sobald nicht wir drin voll. sind, drehen wir nach links und fahren direkt Richtung C, würde ich sagen. Wir sehen uns ja auch nicht. Die Distanz ist groß genug. Richtig. Sondern bloß nicht enttarnen, indem wir feuern. Auf gar keinen Fall. Nein, so blöd bin ich nicht. Ich habe Sichtbarkeit So, 6,5. wie konnte ich noch gleich hier die Sekundären ausschalten? P. Du bist gleich wieder draußen. Ja, nee, ich bin noch drin. So, Sekundären off bei mir. Und ich bin schon Volldampf Wir sind Richtung. entdeckt. Ne, wegen den Flugzeugen, dass sie nicht drauf schießen. Boah. Bin entdeckt von zweien. Ja, von dem anderen Zerstörer. Ja. Weg hier. Das bringt so nichts. Das ist eine Machst simple du? Geschichte. Ja, ich muss Nebel machen, sonst haben sie mich. Ja. Das haben sie sowieso. So, da ich eigentlich schon quasi gar nicht mehr da bin, will ich jetzt Schiff. erstmal wegfahren hier. Sicher, dein Schiff, wenn gut ist. Kannst du ein paar Torps reinjagen? Ein paar Tops rein, ja. Mach mal, ich hab ein Aber ich paar kann nur hier. seitlich, deswegen muss ich mich da nochmal drehen fühlen. Ja. Genau, und jetzt hau ab. Bin schon dabei. Wie gesagt, dann die 1000 Punkte rette die. Da haben wir mehr von, als wenn der Schiff weg ist. Das ist so. Kannst du maximal aus der Distanz noch ein paar Torps ab und zu mal abschicken. Aber außer Reichweite bleiben. Ja, ich werde mich gleich mal so ein bisschen durch die Inseln schleichen, ne? Was das so bringt.
werde noch mal ein paar Torpedos gleich absetzen hinter dir. Aufgepasst. Oh, da ist die. Oh je, oh je, oh je, oh je. Verdammt! Ich hoffe, ich treffe die nicht. Ich hoffe, ich treffe unseren eigenen Mann nicht. Wenn ja, werde ich das gleich im Chat lesen. Das wirst du dann gewahr werden, ja. Ja, ich glaube, es wird wieder. Das ist die Tripitz. Alter Schwede, ist sie los. Was? Ich dachte gerade, ernsthaft, ich dachte für einen Moment, da ist eine Insel. Dann gehe ich da dran, da ist das die Tripitz gewesen. Tripitz jetzt oder was? Die Tripitz. Naja, nee, die tut mir nichts, die ist weit genug weg. Aber ich hatte gerade eine Perspektive, dass ich dachte, das wäre eine Insel. Aber gut, ist es ja auch, nur eine Schwimmende halt, ne? Ja, ist groß, klar. Das war gerade eine ganz, ganz komische Perspektive hier. Auch ein extrem schwer gepanzertes Schiff. Das ist einfach so. Mist, ich bin entdeckt von zwei. Ah, das ist aber verdammt übel, muss man so sagen. Weg, 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 hätte ich ja nur sagen. Ja, ich versuche das gerade. Von A ist ziemlich heiß. B und C geht so einigermaßen. C? Ja, ich bin gerade bei C. Okay. Ich habe gerade bei C mal so ein paar Torpedos abgeworfen. Ja, sehe ich gerade. Hast du irgendeine Idee, wo der Träger so rumschippert? Keine. Ist wahrscheinlich irgendwo ganz hinten, unten, auf der untersten Reihe. Bin ich mal ganz dreist und gehe mal in B mittendurch. Ich habe das Gefühl, dass da eventuell im Moment keiner mit rechnet, weil die alle außen sind. Wir sind alle außen. Ich guck mal, ob ich jetzt mittendurch B nach unten durchfange und mit den Träger. Ich habe irgendwo mit einem Torpedo getroffen. Ja, ist gut. Keine Ahnung wo und wann, aber ich habe irgendwo mal mit einem Torpedo getroffen. Scheiße, ja. Hauptsache drin. Immer. Trefferpunkte gehen immer. Ja. So, Torpedowerfer sind wieder ready. Ja, gucke mal. Träger entdeckt. Und gleich hat er mich auch. Gleich entdecken sie mich, die Viecher. Ich habe zwei Torpedoflugzeuge über mir. Oh, verdammt. Jetzt gibt's aufs Auge. Ich sehe es gerade. Hauptsache, ich kann ausweichen. Flugzeuge gerade. Oh, New York ist weg. Die ist weg. Die ist weg. Auf 14.4 ist eins. Da oben sind Flugzeuge auf 7.8, 7.9. Die umkreisen dich quasi. Ja. Die Bomben sind eingeschlagen, aber den Tops konnte ich ausweichen. Okay. Ja, da hinten fährt die was? Storchs? Ne, Storchs oder so? Keine Ahnung. SCH-T-SCH-Ors. Er wird mich gerade dafür hassen. Die kommt man so schwer aussprechen, dass sie jetzt erstmal weg ist. So, Flugzeuge haben mich entdeckt. Das Geile ist. Ja. Hey. Alle Tops sind daneben gegangen. Mit dem Zerstörer kannst du so geil ausweichen. Und ich weiß jetzt, wo er ist. Und jetzt sind seine Flugzeuge auf dem Rückweg. Und ich bin zusammen mit den Fliegen. Wer ist denn in B? Wer holt sich denn jetzt B verdammt noch eins? Da ist so der letzte Zerstörer drin. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall. Ich fahre auf jeden Fall gerade am B vorbei. Ja, ja, bleib mal da. Ich bin links neben dir. Ja, sehe dich. Komm gerade aus dem Schatten der Insel heraus. Und du hast den Träger. Der Träger muss irgendwo hinter der Insel sein, da hinter der großen, ne? Ja, ich sehe ihn noch nicht. Ich vermute ihn aber irgendwo hier in der Nähe. Ich werde jetzt links an der Insel vorbeifahren. Okay. Links neben mir ist auch noch ein anderer Zerstörer, der in diese Richtung fährt, also wird das schon passen. So, wir haben A, B und C. Wir haben alle drei Bereiche. Da sind auch noch Flugzeuge von uns. Ich vermute, dass der direkt hinter der Insel vor Anker gegangen ist. Nee, ich
bin hinter den Inseln, hier sehe ich echt nichts. Nicht da? Gar nicht da? Nein. Ja, da er nicht sichtbar ist, obwohl die Flugzeuge unten an der Mapkante sind, würde ich sagen, er ist wahrscheinlich irgendwo bei J1, J2. Na ja, drehe ich mal in die Richtung, würde ich sagen, weil jetzt habe ich es nicht bis zur Mapkante und sehe den Träger nicht. Dann gehe ich mal Richtung J1 rüber. Ja doch, unsere Bomber fliegen auch in die Richtung, ne? Ja, sie schickt die gerade auch in die Richtung. Ich fahre auch in die Richtung. Richtung I1 oder H1, um ihn eventuell abzufangen, wenn er sich oben verdünnisieren möchte. Ich gehe mal auf H1. Hä? Jetzt tauchen die Bomber auf. Wo kommen die her? Die Bomber sind bei H4? Ja, ist hinter der Insel, die da hinten ist. Ach, jetzt habe ich ihn. Hat er sich versteckt. I2 ist er. I2, ja, ich sehe ihn. Ja, okay. So, Jung. Mein Turbo verwahre ich mir für die Sichtreichweite, das schwöre ich dir. Dann habe ich dich. Bei 6,4 starte ich den Turbo. Die nächsten 6 schleiche ich noch. Ich habe mein Turbo gerade reingehauen, damit ich ein bisschen rankomme. Ich ziele auch schon ein bisschen auf H2, um so ein bisschen den Weg abzuschnüren. Ja. Doch, da setzt gerade einer wieder was ab. Für mich ist er auf 18,3er Range. Ich habe ihn auf 11, der ist schnell. Ja, er scheint Vollgas zu fahren auf jeden Fall. Den haben wir denn da? Was? Kiganil? Oder Kiganil? Kiganil, genau. Hallo und schönen guten Abend. Oder es soll ein King sein? Kann auch sein. Ein King mit Q geschrieben. Ist ja auch. Oh, das wird gefährlich. Wir haben zweimal die Tirpitz in der Nähe. Rechts von uns. Ja, ich sehe die Tirpitz da hinten. Ja. Nehmen wir mal an, der hat schon einen Hilferuf gesendet. Das stimmt. Das wird. It's your Minion. Fishing? Jetzt sind 3, ja gut. Bei uns wird es erst gefährlich ab 6,5 bei mir. Ja, ich guck gerade mal bei mir. Erkennbarkeitsreichweite 7,3 habe ich. Aber die eine, die hole ich mir. Die Tops laufen schon für sie. Tirpitz. Ja, die rechte. Ah. Pass auf meine Tops auf, die laufen. Ja, gerade schon mit, ja. Die schreibt gerade danach. Ich die dreht ab. Ich habe auch mal spaßeshalber ein paar Torpedos gesetzt. Da sie jetzt auf 7,8 ist, werde ich jetzt mal abdrehen. Pass auf die Sekundärgeschütze auf. Die geht unglaublich weit. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich abgedreht. Bin nämlich jetzt entdeckt von ihr. Jetzt erstmal abgedreht, jetzt schießt er nämlich auf mich. Mach ich halt einen Nebel. Auch kein Problem. Bin ich nämlich nicht mehr entdeckt. Jetzt eine weniger. Ja, genau. Eine weniger. Deine Torpedos haben getroffen. Meine das Wrack. Ey, aber die andere, die ist noch 11 weg. Alter, macht die einen Kugelhagel. Ja, da gibt's ja gar nicht. Dann. Ey, die deckt den Träger hervorragend, muss ich ja schon sagen. Ja, ich hab mir einfach spaßeshalber in die Richtung ein paar Torpedos abgesetzt.
habe ja eine entsprechende Torpedo-Reichweite. Da die ja näher kommt, dann müsste das eigentlich passen, sage ich mal. War jetzt mal gleich durch deine Nebelbank durch. Nein, dürfte nein, ich den nein, Träger nein, ja auch in Reichweite nein, kriegen, nein, oder? Nein. Hey, das war Top-Treffer, hat mich erwischt. Dich erwischt? Ja. Oh! Jetzt mag mich die Tierpitze auch ganz gern. Verdammt nah dran. Noch 17 Sekunden Ladezeit. Ich bin raus. Ja. Ich hab mich gleich erwischt. Ja, sie schießt auf mich. Schießt auf mich. 3 Sekunden. So, ich hab noch mal ein paar Pops in die Richtung abgeschossen. Der Träger ist ja Geschichte, aber. Ne, der Träger ist nicht Geschichte. Wo ist denn der? Der läuft noch. Der haut Richtung. Ich habe ihn zwar nur ungefähr. Lassen wir mal so bei D2, D1 sein. Vielleicht auch schon bei C. Wie schnell ist denn der? Der ist richtig flott. Ich fahre gerade Vollspeed da hinterher. Du musst hier zu kriegen sein. Achtung. Oder hinten taucht er auf. Die Flugzeuge kommen. Ja, ich sehe, der ist ein 6-3er. Ja. Höchster Besuch. Jetzt kommen die Torpedos. Ja, die schwimmen schon. 3 Stück, 4 Stück tauchen auf. Ja, ich sehe sie. Der nächste kommt hinterher. Gucken, von wo er rein ist. Ja, ist okay. Das kommt. Von links, schätze ich. Setzt von hinten an, glaube ich, ne? Ja. Ja, ja. Ja? Oh oh. Alles gut. Nee, doch nicht. Den einen. Ah, verdammt. Den einen hat er. Der eine hat mich erwischt. Den einen habe ich auch nicht gesehen. Ich dachte, es wären 3. Hat er in der Mitte durchsteuern. Na gut. Verdammt. Na? Ja gut, die Runde ist sowieso nach Punkten weit verloren. Nach Punkten, ja, die Runde ist verloren, das stimmt. Aber ich denke mal, wir werden einigermaßen eine Leistung erbracht haben. So, ich gehe erstmal raus hier noch zum Hafen. Aber die Tierpitz, alter Schwede, macht ihnen Schaden. Ja, er hat auch eine sagenhafte Sekundär, das stimmt. Das hatte mir der Disinfection schon gesagt. Er sagte schon, dass die eine wahnsinnige Sekundärreichweite hat, dass du da tierisch drauf aufpassen musst. Ja, das habe ich jetzt gerade auch gemerkt. Guck mal eben bei der Bayern, wo wir eine Niederlage hatten. Ja. 1152 Teamwertung. Mal guck mal, 4. von oben. Lässt sich doch schon sehen. Ja, und bei dem jetzt? Achso, ist auch wieder da. Na, gucken wir mal. Oh, Backe. Das wollte ich gar nicht wissen. Geh wieder raus. Oh, Backe. Ja. So, aber, Forschung. Hafen? Nein. Forschung? Deutsch? Bayern? Und einmal bitte den Feuerleitstand. So. Und einbauen bitte. So, Artillerie ist verbessert. Bin ich gespannt, was es bringt. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Stream gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und für die Videos ein Like und für den Kanal ein Abo. Bis dann, macht's gut, bye bye.